Voices-Konferenz ist für mich sowas wie ein Familientreffen und ich finde es wahnsinnig toll zu sehen, wie groß die Community von Staffbase geworden ist. Was mir natürlich auch eine wunderschöne Gelegenheit gibt, auch mal zu gucken, was machen andere mit diesem grandiosen Werkzeug und wie hochprofessionalisiert ist die Branche mittlerweile. Die Vorträge, die ich bisher gehört habe, super inspirierend. Wir finden uns da auch selbst in unseren Überlegungen immer wieder. Stoßen auch Problemchen bei Punkten, an denen wir noch gar nicht so gelangt sind, die uns aber vielleicht auch später dann weiterhelfen, diese Probleme gleich direkt zu vermeiden. Ganz tolles Event zum Networken, zum Leute kennenlernen, super Essen, super Location. Ich bin ganz begeistert, also ich habe selten so was Cooles gesehen. Bisher sehr spannend, man hat super viele neue Eindrücke, die man gewinnt. Super spannende Konferenzen, die man sich anhören kann, Vorträge von tollen Rednern. Gefällt mir gut. Also ich bin sehr beeindruckt auch von der Organisation. Das Essen war jetzt super, super Kaffee, alles da mit und den Gitarristen, das war ein Highlight. Das Wetter hat da auch gut hingekriegt, also rundum zufrieden bisher. Ja. Die Themen bisher super interessant und ich freue mich auch auf das, was noch kommen wird. Und das Ganze drumherum ist auch immer, wie immer, sympathisch und top organisiert. Also super. Also ich finde sie ganz toll, tolle Leute, tolles Programm, qualifizierte Vorträge. Super Stimmung, also die Kunden, die mit uns hier sind, sind begeistert, genau wie wir an unserem Stand. Auch dieser Enthusiasmus von den Kunden, die ihr habt, wie gern die von ihrer App erzählen, wie sie auch das mit interessierten Teilen gleich herzeigen, das ist unsere App und so, das haben wir so gemacht. Das ist halt das Faszinierende hier, finde ich. Authentische Kommunikation ist, glaube ich, das Schlüsselwort oder das Schlüsselfaktor in der heutigen Zeit sozusagen. Kommuniziert wird viel, es gibt wahnsinnige Reizüberflutung, aber eben authentisch zu kommunizieren ist, glaube ich, das Geheimnis. Ja, ich glaube, wir müssen Unternehmen da noch ein bisschen mehr hintreiben, dass sie mehr Relevanz bei den Mitarbeitern schaffen. Also das ist bei uns so ein großes Handlungsfeld, wo wir den Unternehmen wirklich beibringen müssen. Naja, es ist gut, Inhalte zu kreieren oder zu schreiben, aber ihr müsst halt auch einfach die Mitarbeiter berücksichtigen. Das ist auch unsere Frage jetzt gerade so. Wie kann man das einfach gut auch vertreten, dass man eine Mitarbeiter-App einführen möchte? Ja? Als Speaker war es sehr schön, weil natürlich ein großes Publikum, das freut einen immer, wenn viele Leute Interesse zeigen an den Inhalten und wenn sie auch mitmachen und man merkt, dass man irgendwie Input liefert, der die Leute wirklich interessiert. Spektakulär. Also für mich ist es quasi wie eine Fortsetzung von irgendeiner Marvel-Verfilmung. Also wir sprechen hier von Mitarbeitern bzw. Helden der Mitarbeiterkommunikation oder der internen Kommunikation. Unfassbar groß gewachsen, war spektakulär auch für mich, aus der Komfortzone herauszutreten, über Dinge aus der eigenen Plattform zu sprechen und das über 60 Minuten lang auch im Dialog mit dem Publikum. Einfach nur grandios, war eine mega Erfahrung für mich.